Hey, meine werte Freunde oder meine werte Freunde von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist David und ich möchte dich heute herausfordern, darüber nachzudenken, ob ein nicht-christlicher Partner der richtige ist. Diese Frage wird mir ganz, ganz oft gestellt. David, darf ich als Christ eigentlich einen nicht-christlichen Partner haben? Und die Leute wünschen sich eine ganz schnelle Ja- oder Nein-Antwort, das ist Sünde oder das ist keine Sünde-Antwort. Und die verweigere ich meistens und stelle stattdessen eine Gegenfrage, die ins Denken bringt. Hoffentlich zumindest. Und die lautet wie folgt. Hilft dir diese Beziehung dabei, das auszuleben, was sich im Innersten ausmacht? Oder wird es dazu führen, dass du Kompromisse schließt? Integrität ist hier mein Stichwort. Integrität bedeutet, dass meine inneren Werte und Überzeugungen übereinstimmen mit dem, was ich nach außen hin lebe. Wenn ich das nicht tue, dann fake ich etwas. Dann gebe ich vor, jemand zu sein, der ich eigentlich nicht bin. Oder ich zeige etwas nach außen, was eigentlich dem widerspricht, was mich im Innersten ausmacht. Und das passiert so schnell in Beziehungen. Wir wollen nach außen in einen Schein wahren, weil wir Angst haben, eine Beziehung zu verlieren, aber eigentlich sind wir im Innersten anders. Und ich glaube, dass das Prinzip der Bibel ist, dass von innen nach außen unser Leben gestaltet. Die Sprüche sagen einmal, bewahre dein Herz, denn aus ihm fließt dein Leben. Und so sage ich, hey, check doch erstmal, was deine innere Überzeugung ist. Meine innere Überzeugung ist zum Beispiel als Nachfolger von Jesus, ich will zuerst nach Gottes Reich trachten und ihm die erste Stelle geben. Und jetzt frage ich mich, würde mir eine Partnerin, die Jesus gar nicht kennt und es vielleicht auch gar nicht versteht, ohne es böse zu meinen, diesen Wert mittragen können? Und das würde ich bezweifeln. Also würde ich nicht einfach nur sagen ja oder nein, sondern ich würde im Endeffekt fragen, was sind deine inneren Überzeugungen? Was hat Gott in dich gelegt? Wovon bist du im Glauben überzeugt? Und dann hilft diese Partnerschaft, das zu leben, ja oder nein? Ich möchte dich herausfordern, integre Beziehungen zu leben.